Listen to me now. Und zwar die Rettungsgasse. Ne? Auch das wird natürlich jetzt überprüft. Ich weiß nicht, wer das letzte Facebook-Video gesehen hat, in der Rettungsgasse, wie plötzlich die LKWs durch die Rettungsgasse gebraust sind und andere PKWs sind nachgefahren sind. Das war erschütternd. Ne? Das heißt, es stellt sich die Frage, ist die wirklich funktionstüchtig, die Rettungsgasse, oder kommt man wieder zum alten Bahnenstreifensystem zurück? Nicht? Auch das muss natürlich gutachterlich jetzt überprüft werden, denn es ist ja wirklich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer das wirklich gesehen hat, da ist es vorbei. Da gibt es keine Rettung mehr. Also wenn da etwas passiert, ist es gänzlich total vorbei. Und deshalb muss man solche Dinge wirklich nüchtern und wertfrei betrachten und auch emotionslos betrachten, weil ich schon glaube, dass, und da sind wir wieder im Bereich der Verkehrssicherheit, dass halt die Verkehrssicherheit wirklich ein Top-Thema ist, auch österreichweit. Jedes Todesopfer ist eines zu viel. Und daher ist es aus meiner Sicht, geht es sehr in Ordnung, wenn man solche Dinge natürlich gutachterlich überprüfen lässt und vielleicht auch wieder Pilotprojekte in diese Richtung wieder vorantreibt. Haben Sie die Informationen, dass das für heuer geplant ist? Habe ich nicht Informationen, aber generell ist das Thema. Ne? Das ist in der Bevölkerung Thema, es ist überall Thema, ob diese Rettungsgasse wirklich sinnhaftig ist. Das muss wirklich geprüft werden, denn die vorige Situation mit den Bahnenstreifen aus meiner Sicht war effizienter. Raten Sie Ihrem Parteikollegen, Infrastrukturminister Hofer, das sich genauer anzuschauen? Na, alles kann man sich genauer anschauen, genauso wie bei den 140 km/h. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde, dass es auch sehr richtig sogar ist, dass man solche Dinge überprüft, neu bewertet und nur so kann man natürlich auch zu positiven Ergebnissen kommen. Also die Rettungsgasse, solche wie sie derzeit gilt, funktioniert nicht. Also aus meiner Sicht funktioniert sie nicht so, wie man das wollte.